elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. Bist du, der Hammer, oder einen großen Zinken? Geil. Following the dynasty's demise, schon wieder der Avatar. Ich feiere die jetzt schon. On conflicts and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Shall soon bask in the majesty of the yellow heaven. Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Oh, picky picky, or was? Ja, die liebt das Igel mit, Alter. Und? Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht in der Ego-Perspektive weiterkämpfen muss, bis deppert. Oh, okay, hat sie erledigt, danke. Obwohl Souls-like in der Ego-Perspektive bist du deppert, Hammer. Das ist, oder das glaube ich, Hardcore-Level, Alter. Das hat's dann komplett in einen neuen Level an, oder Hammer. In der Ego-Perspektive. Spielst du einfach mal Dark Souls durch? Digger! Gibt's fix irgendeinen Mod? Das wär's. Ganz anderes Level. Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. I found you, Bearer. Mhm, okay, na, ich bin gespannt. Soll ich auf einmal? Ja, ich drück auf einmal. Ja, zeig einmal her da. Ja, da können wir mal wieder Smash oder Bass machen, Digga. Bist du deppert, Hammer, ja. Uiuiui. Definitiv Smash, was? Muss ich ganz ehrlich gestehen, also die Frau, die taugt mir wirklich sehr. Bist du deppert, also. Ich finde die vom Aussehen hier jetzt, Alter, richtig gut. Zeige mir her da. Okay, damit wird er mal definitiv verkackt. Obwohl, so bei dem einen oder anderen auch nicht schlecht. Erinnert mich gleich irgendwie an Black Desert. Ich weiß nicht. Hat irgendwas mit Black Desert. Weiß nicht. Voll geil. Stepper, oder da glaube ich, da spiel ich 15-Jährige. Bist du arisch? Zähne. Digga, trotzdem Smash fast. Okay, ich würde mal sagen, zeig mal her. Männliche Versionen. Ja, gar nicht mehr so. Schier, bist du deppert, aber da, hübscher, einer von der Dokumentation, ist eh klar. Uiuiuiui. Schönes Mietzi. Alter, wenn du einfach nur Bock hast auf Nio 3, dann würde ich definitiv sagen, nimm den Charakter. Muss aber dennoch gestehen, ich glaube, ich nehme eine Frau. Ich glaube, ich nehme diesmal eine Frau. Digga! Oh.
Okay, wir sind trotzdem weiblich, alles klar. Nee, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich bleib bei der Frau. Und ich glaube, ich bleib sogar bei der allerersten. Muss ich schon fast wieder sagen. Die hat was. Die hat was richtig Geiles an sich. Wir können ja noch definitiv noch das ein oder andere. Okay, weißt du jetzt nicht, was jetzt spielerisch der Unterschied sein soll, wenn die Füße gerade oder. Ja, bei mir schaut es eher in die Richtung, aber ja, ich schau. Ja, machen wir mal den Mittelweg. Ui. Steppert! Richtiger Sonnenschein, Digga! Die Alter, die glänzt im Dunkeln! Er schaut einfach falsch aus. Wow, Alter, jetzt plötzlich dieser Unterschied, wenn du jetzt wieder von dunkel auf hell gehst. Ha, aber die strahlt ja richtig. Ich würde mal sagen, na, das schaut dann auch schon wieder wie eine Göpsucht aus, das auch. Ja, nimm da was Helles. Ja, gibt's da nicht vielleicht irgendwie so eine Art Mittelweg? Eigene Farbe, zeig mal hier eigene Farbe. Was kann man da? Nimm gleich grün oder irgendwas, das wär's. Na, das schaut wenigstens ein bisschen normal aus. Ja, damit kann man ein bisschen was. Ja, definitiv. Ja, bleib dabei. Bleib lieber bei der. Bleibst du bitte jetzt bei der Farbe? Danke. Na schon, sei mir nicht hab, aber ein bisschen zu bloß, beziehungsweise schaut aus wie ein Gelbsucht oder irgendwas. Wieso kriege ich da männliche Gesichtszüge? Aber okay. Okay, damit du ein bisschen so eine Narbe oder irgendwas hast, bist du deppert, jetzt schon so einiges durchgemacht, die Alte. Leck mir mal Arsch. Sonst irgendwie. Ja, ich bleib lieber bei der 1. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, lass einmal. Gibt's keinen Nacktmod? Schade. Ich würde sogar eher den zweiten Typen nehmen, weil es wirkt dann wenigstens, dass du ein bisschen was durchgemacht hast schon im Leben. Nicht einfach so frisch rausgeschlupft. Ja, passt. Dementsprechend, wenn es sonst nicht noch irgendwas geben könnte. Nein, jetzt wäre es genug. Mehr als genug. Okay. Was zur Neid, ob ich mir das vielleicht das Gesicht jetzt dadurch ruiniere? Freundlicher Nacktmod. Ach, ist ja im Spiel, ja, du, was kann ich jetzt so ein bisschen dafür wieder? Twitch, sehr gnädig. Ah, gehen wir Permaban. Digga! Ich würde fast sogar sagen, der dritte. Der dritte ist, ja, kommt mir auch irgendwie ein bisschen zu kantig rüber, aber taugt mir irgendwie mehr, aber ist eigentlich eh fast kein Unterschied. Nur ganz minimal, dass du seitlich dann noch so ein bisschen mehr Backeln hast. Aber passt schon, kann man machen, kann man definitiv machen. Stirntiefe, also da haben sie sich da schon wieder ein bisschen was überlegt gehabt. Muss ich mir definitiv sagen, ich bin meistens ehrlich gesagt eher nicht so einer, da wo sie jetzt sagt, ich gehe jetzt auf jedes einzelne Detail rein. Aber ich hätte jetzt mal gesagt gehabt, einmal nur mal kurz fürs Reinschnuppern, ein bisschen was ändern, das, kann man ja schon mal machen, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Gar nicht mal so verkehrt. Schaut aus, ja, mach Minus, bitte, danke. Es schaut aus, Alter, die Alte, bist deppert. Na, voll aufgespritzt, bist deppert, voll geil. Ja, die Tante so im 18. Jahrhundert hat sich einmal die eine oder andere Spritzen reingejankert, na sicher. Das gehört auch dazu. Ja, früher haben sie es vielleicht mit was ganz anderes gemacht gehabt, wer weiß, was. Voll aufgespritzt, die Tante, so gehört sich's. Wollte jetzt gerade sagen, so ich sehe da gerade keinen Unterschied, aber. Oh, geil. Ah, die schaut mir dann wieder viel zu dünn aus. Obwohl, gerade kriegmäßig und alles drum und dran, die kriegt ja nichts zum Fressen, die Alte. Braucht ein bisschen was zwischen die Backen. Kommt mir das so vor, oder wird sie immer eckiger? Oh mein Gott, also mit, obwohl. Obwohl, ja, machen wir lieber so einen 10er draus und dann bin ich definitiv damit zufrieden. Auf den ersten Blick habe ich mir doch gehabt, so, what the fuck? Ach du Scheiße, Alter, was können wir die heute machen? Erst mach wieder Minus! Was ist da los? So,
Oh mein Gott. Irgendwie habe ich jetzt komplett reingeschissen. Ach du Scheiße. Fuck. Wie schaut denn die Tante da aus? Havara. Wie schaut das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwas habe ich verkackt. Nein, ist aber auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hängen geblieben oder so. Kann das sein? Bist du deppert, wie schaut aus? Ha, war er. Ah, okay, passt. Gott sei Dank. Puh. Okay, ich habe mir schon gedacht, ob so einer was er jetzt schon wieder für Scheiße baut. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt hört man gar nichts. Ja, gib mir mal das Quandl weg, Alter. Das steht ja nicht. Zieh dir mal aus. Das gibt's ja nicht. So Wahnsinn. Definitiv Smash. Oh Mann. Sag mal her da. Jo. Ich hätte so lieber gern so ein Peter Griffin-Kin. So ein doppeltes Gespaltenes oder irgendwas wäre sicher geil. So, wie hätte ich so ein Sackerl im Gesicht? Das wäre Bombe. Das wäre voll geil. Einfach zwei Kugeln in der Pappen. Zwar später siehst du es wahrscheinlich dann eh nicht mehr, weil du die ganze Zeit den Helm oben hast, aber dennoch. Ja, wart. Das wär's jetzt. Na, aber die braucht ein schönes, kleines Kinn, damit es zum Mund passt. Definitiv trotzdem Smash, obwohl sie dann Eier im Gesicht hat, aber sonst. Kinnspitze schärfen. Ah, und sag ich mal, ja, wenn du mal wo war, das T-Shirt kann ich da nichts bewerten, aber. Ja, bleib. Ja, so kann man es machen. Unterkiefer. Bist du etwa voll aufgespritzt, die Alte? Ja, voll geil. Ja, so ein bisschen Volumen braucht die Alte schon, na sicher. Ihr braucht jetzt keine Sucuk-Fresse, aber sonst geht's eh. Ich glaube, ich bleib lieber sicher, jetzt aber wieder in der Mitte. Obwohl. Manchmal erkenne ich überhaupt keinen Unterschied, aber okay, passt. Nur so ganz minimal. Ich glaube, kindmäßig belassen wir es lieber dabei. Jetzt schaut es wenigstens noch irgendwas aus. Passt. Alter! Na, bist du deppert. Jetzt zeig ich mir hier da. Ja, so ein Cranny, die was irgendeinen scheiß fliegenden Drachenmeier machen kann. Definitiv sehe ich mich drinnen. Sehe ich mich definitiv drin. Ja, weißt, so obenmäßig schon fast wie 60, aber unten rum so fast wie 20. Vielleicht sogar wie 10. Das wär's. Super. Also ein bisschen Alter braucht die Alte schon, sicher. Ich muss ja ein bisschen was durchgemacht haben und alles. Kann ja nicht sein, dass die Blitze blank ist oder ohne irgendwas. Augenringe, keine Ahnung dazu, na sicher. Ja, vielleicht wirkt sie dann doch ein bisschen zu alt in dem Fall wieder. Ja, das geht. Bissl eine schöne, reife Madame, eine schöne Blüte, was sich da entfalten hat. Oder vielleicht älter geworden ist, aber sonst. Ich sehe da fast keinen Unterschied, aber okay, ich bleib jedenfalls, ich mach einen 10er draus. Oh ja, boah, aber ganz minimal, hey. Siehst du den Scheißdreck da? Aber passt, nehmen sie das so. Augenbrauen, nein, so eine monotone, Alter. Boah, das wär's, passt, ja, da passt nicht einmal an. Da passt keine Augenbrauen, na geh schlecht, ey. Ach du Scheiße! Tag! Wie kann die da. Was ist das bitte für Augenbrauen? Was ist das? Hat sie sich einfach gedacht, und sie braucht eine zweite, sie braucht noch zwei oder was? Havager! Was sind das? Ja, da würde ich mal sagen, so ein bisschen leichter, was Buschiges, so ein bisschen leichten Flammen noch beim Bart, das passt da noch.
Aber sonst, Havager! Ich schau aus, die Alte! Eieieiei! Eifersicht doppelt! Gegönnt! Ich weiß noch nicht, aber gefühlt wird das immer schlimmer hier. Ich glaube, ich bleib lieber bei dem. Augenbrauen, tiefe Höhe. Muss ich sagen, kann man sich gern ein bisschen Spiel. Oh, noch weiter, noch weiter auf. Kann man sich gern ein bisschen spielen, aber ich muss schon fast sagen, dass mir das relativ gut gefallen hat. Bin so ein Neandertaler oder irgendwas. Was wär's? Im Endeffekt, willkommen im Jahr 2023. Scheiße. Naja, wenn wir jetzt eigentlich wirklich in dem Spiel im Jahr 2023 hinkommen würden, würde ich einfach nur einen scheiß verfickten Filter benutzen und jalla Abfahrt. Wir könnten schon ein Spiel rein. Also ein scheiß Filter, plötzlich gleich 10 Jahre jünger. Digga. Jugend komplett im Arsch. Digga. Na, da muss ich schon fast sagen, ja, das passt. Passt sogar. Mitte zeigen, ja. Du kannst das nicht gleich sagen, die Augenbrauen an, okay. Oh, da musst du dir vorstellen, ich rennt mir da jetzt wirklich die ganze Zeit, dass du durch, Alter, bist du deppert. Ein bisschen leicht so ein trauriges Gesicht hat die jetzt gekriegt, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ich wäre auch traurig, oder wenn ich plötzlich 20 Jahre gemacht worden wäre vom Spül, aber sonst passt der. Ah, das hätte ich machen können. Aber das kann ich jetzt auch beim Charakter machen. Definitiv. Einfach mal einen Filter noch zusätzlich drauf klatschen. Über den Filter dann noch einen Filter drauf klatschen und dann haben wir das Niveau von DSDS erreicht. Passt. Danke. Ach du Scheiße. Ja? Sehe ich mich drinnen? Ich sehe mich definitiv drinnen, Digga. Oh mein Gott. Augenbrauenfarbe. Ja, es passt eigentlich. Na, warte, zeig mal her, wie schier das da. Bin ich definitiv dafür. Ich bin definitiv dafür. Sag mal her, was hat. Oh mein Gott. Ja, safe. Weil sie einfach nur ihr Alter verstecken will. Was im Endeffekt schon 200 Jahre alt ist. Oh mein Gott, oh was cool ist. Im Endeffekt ist es alles hier so scheißegal. Wir sind spätestens dann, wenn wir dann im Spiel drin sind, wird da sowieso irgendein Helm drauf geklatscht. 100%. Na, alles weg, die braucht keine Augenbrauengebiete, Schneide. Da, immer so durch und tschüss. Muss aber fast sagen, dass sie trotzdem die Alte noch immer nicht einmal so schlecht ausschaut. Was ist nun mit mir los? Augenbrauen dicke, ich brauch einen Push, gib mir einen Push, Avarer. Bin ja so ein richtiger Monobrau, das wär's. Gib mir ein bisschen einen Push. Bissl einen Push könntest du mir geben. Passt. Augen! Ja, also. Wenn dann den schon bitte an Sharingan, weil sonst kannst du mir tendenziell richtig scheißen gehen bei mir. Schau mir in die Augen, Kleines. Boah, da muss ich schon wieder fast sagen, ein bisschen schwierig. Muss schon wieder wirklich fast sagen, ein bisschen schwierig. Weil das eine oder andere taugt mir schon sehr. Das taugt mir zum Beispiel sehr stark. Schon eigentlich fast zwar gleich, aber taugt mir irgendwie mehr. Mir taugt das aber mehr, dass ein bisschen auch die Augen besser ausschauen. Weißt du, ein bisschen so ist dieser, so eine Psychotante, was? Dass die am besten lieber nicht mit dir anlegen solltest, aber einmal tschucki geht. Ja, ich brauch die Psychotante. Ich brauch eine Psychotante. Ja, ist zwar gefährlich mit der zu pudern, aber trotzdem man. Wagt den einen oder anderen Stich einmal. Passt. Augengröße kannst du sowieso noch. Klubschi, bubschi, Digga! Aber sowas von. Oh mein Gott! Ah, bleib mal ein bisschen realistisch, ja.
Ja, so ein 5er ist in Ordnung. So ein 5er. Augenhöhe. Auf das trinke ich jetzt mal einen Kaffee. Bist du deppert. Ach du Scheiße. Digga. Digga. Davon. Na. Ja, davon muss ich mich definitiv erholen. Und muss unbedingt ein Foto machen. Digga. Obwohl ich jetzt. Weißt du, da hat mein Handy irgendein Filter drauf geklatscht oder schaut irgendwie sogar per Foto relativ gut aus. Was ist hier los? Gleich mal ein Filter drüber geklatscht, Digga. Aber du musst da nicht was verändern. Scheiß Controller da. Ja. Obwohl. Nee. Bei der passt der Nuller relativ gut. Geht das nicht noch mehr zusammen? Das stört mich irgendwie. Ich hätte es gern so gleich so nebeneinander, die Augen. Super. Ja, definitiv super. Weiß nicht, ob ich sie irgendwie hübscher oder schierer mache, aber irgendwie taugt es mir trotzdem, die Alte. Weiß nicht. Ich muss sagen, gehen wir jetzt besser lieber ein bisschen weiter, weil aber. Tränensäcke braucht die Alte schon ein bisschen. Ja, die hat ja viel durchgemacht, aber Alter, das ganze Dorf und alles drum und dran. Die geht mir sonst mehr. Ja, die braucht einen richtigen Sack in die Fresse. Ja, genau. Das sind zwar nicht die richtigen Säcke, aber passt schon. Na, nicht so blitzeblanke. Bissel, was braucht's? Die hat was durchgemacht in ihr Leben. Ja, jetzt baue ich dann einen Sharingan, gell? Also, wenn du. Oh. Miau, miau. Miau, miau. Digga. Geil. Kuss geht raus. Hammer. Boah, die Augen haben sie richtig, richtig gut gemacht. Digga. Die Augen haben sie richtig. Es gibt zwar nicht viele, aber dafür sind sie richtig gut. Bist depp, oder? Die schaut aus, Alter, wie jetzt sie sich das beste Cooks ever eine zart. Ah, lecker! Und. Miau, miau. Ist das Chicken? Nein, miau, miau. Oh mein Gott, scheiße. Boah, diesmal könnte ich mich jetzt gar nicht mehr entscheiden. Ich finde auch das Grüne. Das finde ich aber auch richtig gut. So ein bisschen auf besessen-mäßig taugt mir das voll. Taugt aber auch das. Sharingan-mäßige? Boah! Ich weiß, Sharingan schaut anders aus, ich weiß, aber dennoch. Miau, miau. Boah, ich. Miau, miau. Ich nehme einfach Miau, miau. Ich weiß nicht. Aber besser eh, so ein bisschen nicht so groß. Obwohl. Oh ja, machen wir's groß. Boah! Ah, das wird das Miu Miu irgendwie rein. Ja, das scheißt irgendwie voll rein. Aber es schaut richtig gut aus. Boah! Voll auf Substi. Digga! Das beste Cookie Mocky ever. Digga! Ich muss es. Ja, ich feiere das gerade so dermaßen. Die schaut richtig, richtig gut aus. Boah, na, ich belasse das so. Sorry, aber ich muss das so belassen. Schaut richtig gut aus. Nase, wie schauen wir da aus? Lange, schmale Nase. Ach du Scheiße. Große Nase für gutes Koks, Digga. Ach du Scheiße. Ja, nee, ich will auch ehrlich gesagt da jetzt, wir können was richtig Geiles machen im Endeffekt. Oh mein Gott, kann ich auch Voldemort machen, das wär's? Ich will jetzt aber ehrlich gesagt, oh mein Gott, nee, ich will zwar ehrlich lieber gesagt, am liebsten einfach weitergehen, aber ich will den Unterschied sehen. Finde ich jetzt
Aber ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Auch gerade von der Seite ist sie wirklich eine hübsche. Eine hübsche auf Koks. Digga. Ui, 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 bist du Potavara, weil das ist länger als mit meiner, Alter. Besser lieber wieder zurück. Digga. Auch die Kleinen können weh tun. Ich geh lieber wieder auf Null. Also wieder was. Ah, die kann sicher relativ gut popeln. Die kann richtig gut popeln, Havara. Und jetzt zur eindruckten Nasen. Gib mir Voldemort. Gib mir Voldemort. Machen wir sie gleich da so ein Motto ein oder irgendwas. Digga, das wär's. Ja, nicht für, aber ein bisschen. Schaut schon wieder sehr, sehr hübsch aus, die Frau. Bist du narrisch? Ui, wie hätte ich vorher einen in die Pappen gekriegt? Bist du deppert? Havara. Na. Lass mal lieber so. Okay, ich verlasse es einfach mal bei Null, weil ich sehe mal überhaupt keinen Unterschied. Ah, okay. Ja, so ein bisschen eine Fülle. Bitzele, nicht so viel. Was soll ich in Ordnung? Ja, genau. Nasenbrücke. Würde ich auch sagen. Ja, machst da wieder so minus 5. Und dann ist der Charakter einfach mal gelöscht. Am Ende des Tages, das wär's. Bombe. Verbringt 10 Stunden im scheiß Tutorial-Modus. Und dann ist der scheiß Charakter gelöscht. Ja, genau. So hat das ein bisschen Boxen gemacht gehabt. Nicht richtig schön in die Pappen gekriegt gehabt. Seitdem hat sie sich nicht mehr im Spiegel geschaut gehabt. Aber. Ui, 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 ui. Ui, Memo, guck mal da. Nee, ich bleib bei Null. Mund. Ui, ui. Mhm. Die ist aber so, das ist so ein komisches, aufgesetztes Lächeln. Das taugt mir irgendwie nicht. Ach du Scheiße, ich komme in die Hölle, aber das ist so richtig Dinger-like Dokumentationsmund. Alles klar. Ach du Scheiße. Sucho-Klippen, let's go! Ah, ich würde mal definitiv sagen, ich habe meine Lippen überhaupt nicht machen lassen. Nee, überhaupt nicht, die sind alles natural. Na, ja, ich bleib lieber bei der 1. Aber sowas von. Aber am besten sogar noch nach der Operation, weil dann sind sogar noch mehr angeschwollen. Oh, Pussy, Pussy, uiuiui. Ui. Ja, ich glaube, ich mache lieber so einen Zehner, so bei der Seite. Ja, schaut noch immer lieber aus bei der Seite. Bist deppert, weil meistens, wenn ich so ein bisschen auf das Ganze da eingehe, schaut es meistens von vorn aus und von der Seite. Puh. Aber passt. Aber instant. Aber im Endeffekt, der Charakter zählt, oder? Im Endeffekt, der Charakter zählt, und wenn es halt so ein Tag mit Sucuk Pappmord, Brudi. Hauptsache, der Charakter zählt. Digga. Oh Mann. Scheiße. Oberlippendicke, zeig her. Oh ja, und die untere. Nein, die muss auf Minus. Die untere muss auf Minus sein. Der Arzt hat letztens einen Pfusch gemacht. Der hat nur das halbe der Geld gekriegt. Bruder, der hat schon Zähne, hat er noch 5000 gekriegt für die Operation. Ja Bruder, da mache ich halt einfach nur die obere Lippe. Hast Pech gehabt. Oh mein Gott. Scheiße, die waren dann. Aber, wie schaust du aus? Ah, so wie. So gehen wir ins Game rein. Der, let's go.
Oh mein Gott, was haben wir denn da mal wieder Schönes? Ja, bleib ich auch mal wieder in der Mitte. Unterlippendicke, ja, ein bisschen voll gefühlt, voll gespritzt. Mit Arschfett hätte ich mal gesagt gehabt, aber nein, kann man mal wieder nicht machen. Ja, zu kantig, ja, ein bisschen zu magersüchtig. Ein bisschen zu mager. Ja, da tust du schon relativ viel, dann verscheißen wir wieder. Ach du Scheiße. Na, passt. Ja, passt. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Dieser Klassiker, dieser richtige Klassiker. Du hast eine wunderschöne Frau und dann hast du eine Mutter mal. Damit sie ja keine 11 von 10, sondern nur eine 10 von 10 ist. Digga. Ui, oh, Hammerer, noch größer, noch größer. Wir steppen mal gleich auf 11, was ist das für ein Sackerl? Was ist das bitte für ein Sackerl? Digga, let's go, mein Hammerer. Oh mein Gott, oh Mann, das ist ja, Alter. Ein Sackerl bei den Ohrwaschl, ein Sackerl in der Pappen, gleich viermal. Digga! Ohrwascheln! Ja, wahrscheinlich sogar noch höher, noch weiter unten. Schaut ein bisschen sehr komisch aus, wenn der so weit unten ist. Ich würde aber fast sogar einen Zehner fast nehmen. Ja, ich finde, dass die Ohrwascheln relativ sehr weit unten sind. Ja, auf Dumbo angelehnt. Ja, sicher brauchen wir auch noch dazu. Irgendwas in der Richtung. Alter, das muss ich mir jetzt geben. Noch größer! Oh mein Gott, warte mal, die kannst du ja noch größer machen, geil. Geil, voll geil. Ja, muss jetzt nicht zugeklappt sein, aber im Endeffekt, wir haben eh einen scheiß verfickten Helm oben, aber dennoch. Natürlich, gleich mal auf 10, 20 auf. Ein Spitzen. Also du kannst wirklich ein 11 sogar machen. Ein 11 kannst du sogar machen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ein bisschen, ein paar Footlappen. Ohrläppchen braucht ihr sicher auf alle Fälle. Gesichts. Oh je. Sag mal her da. Was hast du denn da? Ich muss jetzt nicht unbedingt auf Indisch machen, aber so ein Chicken Masala hätte ich schon gern. Hat was. Nimm mich jetzt deppert, aber hat was. Sei mir nicht hab, aber wer hat's, welcher Volltotel hat sich da einlaufen? Ja, passt. Gestempelt. Servus, grüß dich. Einlaufen. Oder Viereck oder drei. Bei drei kann ich vielleicht doch das ein oder andere nachvollziehen. Aber wer hat sich die Scheiße drauf? Elvi Loser oder was? Ich weiß ja nicht. So ein Strich, ja. So ein Brennstreifen, Alter. Die hat sich Arsch abgewischen und jetzt einmal hat das Gesicht gejuckt gehabt und ist was hängen geblieben. Aber sonst? Hammerer. Zeig mal her, was du noch so drauf hast. Ja, das ist immer meistens das, wo das. Na, sag ich jetzt besser nicht, dort wo ich immer hinspritze, Digga. Ach du Scheiße. Machen wir jetzt schon auf Dragon Ball oder was? Eieieiei. Wow, das ein oder andere finde ich dann doch gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen, weil dann haben sie dann wieder Sachen, wo ich mir denke so. Ist das scheiß verfickter Ernst? Bin für sowas anfällig. Für sowas, für mein ganzes Gesicht bin ich schon wieder fast anfällig. Kiyoshi. Miau, miau. Aber geil. Richtig geil. Muss ich schon sagen. Sowas taugt mir wieder extrem. Sowas kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber mit den Surchok-Lippen kann das relativ geil werden.
So richtige fette Sucho-Klippen könnte man jetzt relativ gut gebrauchen. Alter. Na. Partner hat mich verlassen, deshalb gibt es jetzt Rache. Digga. Muss aber fast sagen, auf Kiyoshi angelehnt. Definitiv. Da würde ich, schauen wir sich's nur mal ganz kurz, also kann ich sowieso auch nicht einmal was ändern, wahrscheinlich. Nein, nicht einmal die Farbe. Deckfarbe kann ich ein bisschen ändern. Ja, so nett, dass das ein bisschen jetzt zu sehr glänzt, aber dennoch halt ein bisschen muss drin sein. Nicht so extrem. Ihr weiß nicht, entweder gerade vom Fitnessstudio kommen, pudert oder voll gespritzt. In die Pappen, oder wieso glänzt denn du, Haverer, so, oder was hast denn du da auf die Pappen drauf gehabt? Bislang Glanz? Verstehe ich mal definitiv, aber Haverer. Also noch so zusätzlich, oder was? Boah. Ja, jetzt definitiv das L. Definitiv das L. Das siehst du nicht einmal. Na, ich muss fast sagen, sogar das taugt mir irgendwie voll. Das hat was. Das hat volle Wäsche irgendwas. Gerade auch, weil abgestochen und alles drum und dran, ja, war zwar nicht auf dem Schädel, aber das hat was. Das nehme ich mir. Das nehme ich mir volle Wäsche was. Das taugt mir so dermaßen. Einfach mal weg, Gott. Der. Ich muss halt einfach sagen, mir taugt das gerade richtig stark. Ja, ja, die Position ist gut. Na, muss jetzt nicht unbedingt nach links, sondern nach rechts wandern. Hier ist auch Breite, zeigen wir hier. Drehung. Nee. Fällt mir so, wie sie ist. Muss ich schon sagen. Nehmt mir das nicht böse, aber das taugt mir schon so, wie sie ist. Deshalb will ich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich so viel ändern. Alter, was? Was wollen wir denn noch so drauf klatschen? Jetzt das L. Definitiv das L. Das siehst du eh nicht einmal. Muss aber sagen, ist schon geil. Das ein oder andere hat was. Zwar über das andere drüber geklatscht, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ist schon geil. Und jetzt vielleicht sogar das mit den Tränen. Dann würde ich es definitiv nachvollziehen. Das hat was. Das hat was. Nehme jetzt deppert, aber ich finde das jetzt gerade so geil. Wenn ich das jetzt nur ein bisschen dünkler machen könnte, na gell, dann, ja, lass ich trotzdem drin. Taugt mir volle Wäsche. Mir wäre eher vielleicht lieber so Gesichtsbemalung, Digga. Oh, Steve, das Monokel. Hat was. Hat was richtig, richtig Geiles an sich. Boah, da muss jetzt der Chat entscheiden, ja oder nein, zu dem. Da muss jetzt der Chat dann entscheiden, ja oder nein. Das erste Ja oder das erste Nein ist dann sofort Haverer. Ja, das taugt mir gerade so dermaßen. So geil. Nö. Ich finde, das hat was. Aber okay. Dann lassen wir es lieber so. Der Hund. Schade. Aber schaut cool aus. Ja, genau. Wie was von Elden Ring. Safe. Bisschen was für so ein Waschel. Brauchen schon ein bisschen ein Bling-Bling erst. Wir reden da noch immer von einer Frau, die braucht einen Schmuck, die braucht einen Glitzer. Na sicher, so ein bisschen was Goldenes. Ist schon, gehört schon dazu. Beide Ohrwascheln, safe. Ihr braucht ein bisschen einen Schmuck. Alter, wir sind jetzt gerade beim dritten. Das waren jetzt aber nicht. Okay. Na. Denke mal. Aber zeig her. Da hätte ich am liebsten gerne als erstes, obwohl das schaut auch geil aus, als erstes lieber die Haare gehabt und dann das Gesicht. Ja, ist dann wieder eine Geschmackssache, aber schaut mal wieder relativ geil aus. Aber ich würde fast noch immer sagen, ich bleibe lieber bei dem Original.
Boah, das hat auch was. Das ist die ein oder andere. Friesen, muss ich schon sagen, ist richtig geil. Die aber auch. Die Doktor vielleicht sogar fast ein bisschen mehr. Oh, da gibt's gute Sachen. Da gibt's richtig, richtig. Geil. Richtig geil. Da gibt's richtig geile Sachen. Bist du narrisch? Schaust du nochmal sowas? Ich würde fast sogar das letzte nehmen. Das letzte hat es mir so richtig angetan. So ein bisschen mit vor den Augen an und ein paar Härchen und alles drum und dran. Boah, sehr sexy. Basishaare. Bitte, so kannst du nur zusätzlich ändern oder was? Oh. 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 Okay, okay, okay. Na, warte, na, warte. Einmal ohne. Mhm. Oh, Havara. Uff. Alter, die könnt glatt von irgendeinem Naruto irgendwas daherkommen. Havara, voll geil. Könnt die Schwester von Sasuke oder irgendwas, keine Ahnung. Voll geil. Ja, die haben schon was richtig Geiles. Die haben was richtig, richtig Geiles da. Also kann man sich richtig schön austoben, muss ich schon sagen. Voll geil. Oder vielleicht sogar ein bisschen angelehnt auf Avatar, der Herr der Elemente, Sukos Schwester. Könnte man auch definitiv nachmachen. Ja, auch was Geiles. Ich muss sagen, das taugt mir voll. Oder vielleicht baue ich da sogar wieder eine andere Horde, damit es vielleicht sogar noch besser passt. Aber, boah, wenn da jetzt, da verbringe ich den ganzen, Alter, 2 Stunden später, wir sind noch immer da drin, Alter. Havager. Er gibt schon geile Sachen. Oh. Okay, okay. Wenn die, ja, die Kamera ist sehr, sehr lieb zu mir. Muss schon fast sagen, ja, safe nehmen wir das. Boah. Bisschen schwierig, muss ich sagen, ein bisschen schwierig. Entweder, ja, ich nehme, ist dann doch ein bisschen, oder? Nein, ist das länger. Ich dachte, wenn es ein bisschen länger ist. Ja. Wohl muss nicht gleich so ein kleiner Busch, aber so ein bisschen was. Was? Nicht auf komplett perfekt getrimmt. Haarfarbe. Glaube ich, würde ich eigentlich vielleicht sogar auf schwarz. Ist aber auch nicht schlecht, die Farbe. Das Weiß ist aber auch gar nicht mehr so schlecht. Aber da sind schon gute Farben dabei. Da sind schon relativ gute Farben dabei. Ja, ich nehme das. Weißt du nicht, was das ist? Oder schaut irgendwie aus wie meine Scheiße. Aber sonst, ja, Kacki Farbe und passt. Sehr gut. Gefärbte Spitzen. Na, jetzt so extrem müssen wir jetzt auch wieder nicht gehen. Haarspitzen. Sind wir nicht besser. Vielleicht eindunkt ein bisschen noch mehr Scheiße. Aber sonst... Passt schon. Also es war mir eh nicht. Der Bart ist jetzt ganz, ganz wichtig. Zeig her. Digga, so gehen wir durch. Oh mein Gott, safe. Oh mein Gott, das wär's. Oh mein Gott, nee, die Alte könnte ich nie ernst nehmen, sei mal nicht hab. Da haben wir noch so Bartfarbe, Schnurrbart. Ein Schnurrbart, wie wär's denn? So ein kleiner Flaum. Na geh. So ein kleiner Flaum, der geht eh dazu. Gell, das ist eh nur ein kleiner Flaum. Sieht eh keiner. Na geh. Na, sieht eh keiner. Geh bitte. Bartkiefer. Ui. Da kannst du schon richtig geilen Busch draus machen. Der. Guter Busch. Gehört dazu. Zur Frau. Schminke. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich viel noch sehen kann, aber ja, wird doch noch ein Unterschied.
Ah, jetzt sehe ich es erst. Boah, ja, da. Ja. Na, das wäre dann schon wieder ein bisschen zu extrem. Ich liebe das Wasser. Lidschatten oben, Lidschatten unten. Ich glaube, jetzt kannst du volle Wäsche drauf eingehen, auf das Ganze da. Wie ich jetzt fast sagen soll. Na, das ist erst der fast geworden, hätte ich bitte. Rouge. Zahnschwärze. Oh! Digga, gelbe 10, hallo? Naja, auf perfekt müssen die jetzt aber auch nicht sein. Also ein bisschen Akarius geht schon dazu. Und gleich auf ganz schwarz angelehnt. Aber, oh mein Gott, die schauen aus. Die tut mir leid. Die tut mir leid. What the fuck? Lass was lieber. Ja, passt. Körper. Ui, da gehört auch Bemalung dazu. Ja, der muss ein Riese sein, oder? Zwickte. Ich wusste nicht, ob du ernst nimmst. Und dann kriegst du eine richtige Watschen, wo du fliegst 20 Kilometer. Kopfgröße. Ja, klar doch. Passt richtig gut zum Körper. Digga. Können wir so ein bisschen lieber so aufgeschwapptes Gesicht, das wär's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohl. Die minus 5 sind okay, aber. Aber die schaut aus. Schultern. Einfach nur zu. Oh mein Gott. Die macht gleich auf The Rock. Digga. Also trotzdem so ein bisschen ein Minus. Ich soll jetzt nicht den heftigsten Body haben des Todes. Aber ich erwarte mir schon, dass sie irgendwie auch ein bisschen wie der Rock ausschaut. Also meiner Meinung nach. Definieren gleich auf Hardcore-B-Step oder Körperfett. Nicht einmal 1% vorhanden, Digga. Das wär's. Nee, da bleibe ich auf. Brustgröße, ja, die braucht schon. Mindestens 120% wie im ersten Lara Croft, Digga. Definitiv. Kann ich auch den Arsch auch noch vergrößern? Geht das? Ja, ein bisschen was braucht die Alte schon. Also wenn es dann irgendwann einmal so einen Mann hat, Alter, der braucht was zum Greifen, der Hammerer, der braucht was zum Greifen. Ohne Greifen geht da nix. Ich denk mal gerade so, willst du jetzt da noch was Zusätzliches drauf malen, oder was? Was ist das, Alter? Das asiatische Hafenpaar von Slytherin, oder was? Havara! Ravenclaw, wo ist das? Ui. Ja, gerade so bei diesen Körpertätowierungen. Ich weiß nicht. Haben es meistens eigentlich viele Entwickler meiner Meinung nach verkackt. Ich muss da sagen, taugt mir das ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen eher weniger. Natürlich männliche Stimme, ist eh klar, oder? Okay. Wir brauchen so eher so ein Woo-Girl. Machen die mit Absicht so einen Sound, oder was? Oder nächstes Mal lass mich, Alter. Lass mich einspringen, Alter, für die Tanten da, Alter. Ich kann besser stöhnen. Gleich so ein Fake. Das hat sich ein bisschen angehört, so. Hoppala, das erste Mal in Arsch. Ja, ich nehme die, Alter. Okay. Wie würde sie jetzt so ein 10-jähriger Girl? Ja. Warte, stöhn noch ein, zwei Mal für mich. Ja. Klingt gut. Bin zufrieden. Und jetzt auf zufällig, du Hund. Ja, ich tue mal lieber mal speichern. Den Charakter, bitte, danke.
Nicht, dass der Klammer geklöscht ist oder irgendwas passt, abgeschlossen. Wie lang ist jetzt schon der Stream? Digga, wie lange haben wir jetzt gebraucht gehabt? Fast eine Stunde. Würde aber definitiv sagen, definitiv Smash. Aber definitiv. Let's go.